Bekanntlich ist heute der letzte Amtstag, der letzte vollständige Amtstag von Donald Trump als US-Präsident. Und ich will mal ein kleines Streiflicht machen über den Zustand der Wall Street einerseits und über den Zustand der USA andererseits. Wie sieht es da aus? Mit welcher Bürde, mit welchen Chancen, mit welchen, naja, Problemen wird sich jetzt der Joe Biden herumschlagen müssen in den nächsten 4 Jahren, wenn es denn so lang durchhält aufgrund seines Alters? Das wird sich zeigen, aber wir schauen uns zunächst mal an, welche Situation er vorfindet. Da haben wir vor allem die US-Staatsverschuldung. Wir sehen hier mal die Verschuldung, die zusätzlich hinzugekommen ist unter den verschiedenen Präsidenten. Reagan erste Amtszeit 800 Milliarden, Reagan zweite Amtszeit 1,0 Billionen, so geht es dann weiter. Es eskaliert mit Bush, erste Amtszeit 2 Billionen, dann zweite Amtszeit 3,4, dann Obama, erste Amtszeit, Finanzkrise, 5,6 Billionen, zweite Amtszeit 2,1 Billionen und jetzt diese eine Amtszeit von 4 Jahren 7,8 Billionen. Also Trump hat jetzt ungefähr so viel Schulden, oder die USA unter Trump hat so viel Schulden gemacht wie in den 8 Jahren unter Obama. Und wir sehen, dass in den letzten 20 Jahren das BIP der USA sich zwar verdoppelt hat auf der einen Seite, aber die Schulden um fast das Fünffache gestiegen sind. Und das bringt das auf den Punkt, was derzeit ja sozusagen der ganz große Trend ist. Seit den 80er Jahren wachsen die Schulden sehr viel schneller als die Wirtschaft. Und um das irgendwie auszugleichen, um die Illusion zu schüren, dass alles so weitergeht wie bisher, haben wir eben die Notenbanken, die Anleihe kaufen, die verschiedene Dinge machen und uns des Glaubens oder und uns im Glauben wähnen, das wird alles so wunderbar weitergehen. 80% der gesamten US-Schulden sind unter den letzten 3 Präsidenten Bush, Obama und Trump entstanden. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden hier eine Ausnahme sein wird, dass er also irgendwie die Verschuldung runterfahren wird, so wie Trump das ja versprochen hatte, sondern die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Stimulusprogramme, die hier beabsichtigt sind, dass wir hier sogar MMT möglicherweise sehen, die Umsetzung von MMT, Modern Monetary Theory, dass all das noch viel weiter eskaliert und praktisch in einen, naja, nicht mehr rückkehrbaren und möglicherweise auch nicht mehr haltbaren Zustand mündet. Schauen wir uns mal an, was die USA dafür bezahlen mussten für diese Schulden. Wir liegen jetzt, was die Staatsverschuldung betrifft, bei knapp 28 Billionen. In der Summe mit allen Verschuldungssituationen, also auch Verschuldung der Privathaushalte, Verschuldung der Firmen, Pensionsansprüche, sind die Amerikaner bei um und bei 82 Billionen. Jedenfalls für diese 28 Billionen musste im dritten Quartal, allein im dritten Quartal 2020, 587 Milliarden Dollar an Zinsen aufgewendet werden. Das entspricht einer durchschnittlichen Zinsrate von 2,03%. Wenn die Zinsen 3% wären, dann wären das schon 816 Milliarden nur in einem Quartal. Und wenn es 4% wären, wären es 1,1 Billionen. Also kein Wunder, wie hier ein Kommentator schreibt, dass die Fed guckt, dass die Kapitalmarktzinsen nicht zu weit steigen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe ja seit dem Sieg der Demokraten in Georgia deutlich nach oben geschossen, teilweise auf fast 1,2%. Es ging halt alles sehr, sehr schnell. Jetzt sehen wir, man pendelt sich um 1,1% etwa ein, aber das ist natürlich essentiell für die USA, vor allem, dass die Kapitalmarktzinsen nicht zu stark steigen, denn sonst wird diese Schuldenlast immer drückender. Wenn wir uns anschauen, wie die Entwicklung ist hier jetzt über die letzten 4 Jahre, dann sehen wir, die Kurve der Verschuldung geht parabolisch nach oben, 7,7 Milliarden Billionen in den letzten 4 Jahren. Biden will ja jetzt schon 1,9 Billionen erstmal reinpumpen. Janet Yellen hat heute davon gesprochen, ja, aber dann kommt noch was. Dann werden wir Infrastrukturprogramme haben etc. Also vielleicht nochmal 2 Billionen, wer weiß das schon. Jedenfalls wird diese Kurve nicht wirklich abflachen. So viel scheint klar in den nächsten 4 Jahren. Und das führt die Anleger, um jetzt zur Wall Street zu kommen, zu dem Gedanken, guckst du, der Dollar wird doch abwerten. Dementsprechend sehen wir hier eine extrem negative Dollarpositionierung. Wir sind in der obersten Perzentile in der Geschichte, was die Positionierung der Investoren gegen den Dollar betrifft. Man sagt sich, ja, diese Verschuldung, die wird letztendlich eine Dollarabwertung nötig machen. Dementsprechend spekuliert man gegen den Dollar. Das
oder der Weg des größten Schmerzes wäre dann, wenn der Dollar aufwerten würde. Damit rechnen sehr, sehr wenige, aber es kann eben sein, wenn die Renditen steigen für US-Staatsanleihen, das stärkt den Dollar. Denn wenn in den USA wieder Zinsen zu verdienen sind, fast anders als im Rest der Welt, dann fließt Geld in den Dollarraum, weil man sich sagt, okay, besser 1,2, 1,3, 1,4% Zinsen als irgendwo Negativzinsen sogar zahlen zu müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich sehen, dass weltweit insgesamt hier mal der durchschnittliche Zinssatz, der liegt bei knapp 1,5%. Wenn wir nicht solche Ausreißer hätten wie etwa Brasilien, wo die Leitzinsen sehr hoch sind, oder Türkei, wo wir sehr hohe Leitzinsen haben, dann wäre das noch deutlich höher. Aber die Welt kann sich keine Zinsen mehr leisten. Das ist das Grundproblem, das wir haben. Und wenn man sich keine Zinsen mehr leisten kann, dann können wir uns keine Risikobewertungen mehr erlauben, denn Zinsen sind ein Maßstab für Risiko. Derjenige, der Geld verleiht, der möchte als Risikoausgleich normalerweise Zinsen haben. Das ist praktisch der Ausgleich für das Risiko, dass der Gläubiger das Geld nicht zurückbezahlt, aber dadurch, dass die Zinsen praktisch nicht mehr existieren, ist eben dieses Risikoparameter überhaupt nicht mehr vorhanden und dementsprechend können wir eigentlich gar nicht mehr von einer wirklichen Marktwirtschaft sprechen, wenn in dieser Marktwirtschaft kein Risikoparameter mehr existiert, zumindest nicht auf Staatsebene, aber auch sonst sehen wir ja, wir haben im Investment-Grade-Bereich, also bei Anleihen von Unternehmen, die Investment-Grade sind, da werden auch schon Negativzinsen bezahlt oder von Investoren in Kauf genommen. Also das sieht, wie die Dinge hier aus dem Ruder gelaufen sind. Und jetzt erwartet man eben mit beiden, und jetzt kommen wir wieder zu Wall Street, natürlich die Situation, okay, wenn jetzt da dieser Stimulus kommt, dann wird Nachfrage entstehen, die Wirtschaft wird anspringen und dann werden die Preise nach oben gehen, weil auch die Löhne nach oben gehen. Und also wird Inflation kommen. Jetzt die Bank of America, neueste Umfrage, 92% aller globalen Fundmanager, und das sind die richtigen Dickfische, die viel Geld verwalten, die sagen, wir glauben, dass in den nächsten 12 Monaten die Inflation anziehen wird. Das ist der höchste jemals gemessene Stand. Also der Reflationstrade, wenn man so will, ist zum Allgemeingut, ist zum Mainstream, ist zum Konsens geworden. Kommen wir jetzt nochmal auf die politische Ebene. Heute der letzte Amtstag von Donald Trump. Mit den Zustimmungsraten war das immer so eine Sache. Er hatte fanatische Anhänger, aber eben auch sehr, sehr viele Gegner. Er ist eigentlich nie wirklich über 50% Approval Rating gekommen, als Obama damals ausschied aus dem Amt. Also am Ende seiner zweiten Amtszeit hatte er immerhin 59% Approval Rating. Und wir sehen jetzt, also Zustimmungsraten hier, wir sehen jetzt hier, dass das in letzter Zeit doch deutlich abgestürzt ist. Und das hat mit diesem Sturm auf das Kapitol zu tun. Das ist auch für viele Republikaner ein No-Go gewesen. Auch dass Trump zweimal bei seiner Rede in Washington zu eben dem Gang, dem Marsch auf das Kapitol aufgefordert hat. Das hat viele Republikaner durchaus entsetzt, und so entsteht praktisch eine Spaltung zunächst mal der Republikanischen Partei in Trump-loyale Anhänger und in diejenigen, die sagen, Trump ist inzwischen für mich No-Go. Das ist eine Riesenbürde für die Republikanische Partei in den nächsten Jahren. Und vielleicht viele Trump-Anhänger werden jetzt sagen, Obama geht ja gar nicht, aber Obama hat, als er dann aus dem Amt geschieden ist, gesagt zu den versammelten Journalisten, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten. Auch wenn ich nicht über jede Story erfreut war, die ihr geschrieben habt, aber das ist eben auch das Wesen dieser Partnerschaft oder das Wesen des Journalismus in Relation zur Politik. Ihr sollt nicht sozusagen Anhänger, Cheerleader sein, sondern ihr sollt Skeptiker sein gegenüber unserer Politik. Undenkbar, dass Donald Trump so etwas sagen würde. Und natürlich ist Donald Trump oft ungerecht behandelt worden, wahrscheinlich von der Presse. Aber eben gleichzeitig zu sagen, immer, egal was die schreiben, ist Fake News. Das ist natürlich auch eine Diskreditierung des Journalismus insgesamt. Das kann nicht gut sein für eine Demokratie und es kann auch nicht gut sein für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und wie es um diese Gesellschaft bestellt ist, letztendlich sehen wir hier oben ein Bild in der Umgebung des Kapitols. 25.000 schwerst bewaffnete Soldaten haben Washington im Grunde zu einer Art Belagerungsstadt gemacht. Wenn man mit dem Auto in Richtung Washington fährt, dann sind an der Autobahn Schilder Avoid Travel to DC, also fahrt nicht nach Washington. Das ist praktisch
fast schon Kriegsgebiet, könnte man sagen. Deswegen glaube ich, dass in Washington selber nichts passieren wird oder wenig passieren wird, schon gar nicht im Umfeld des Kapitols. Aber die Frage ist, wird es in anderen Landesteilen, in anderen Städten zu Ausschreitungen der Trump-Anhänger kommen, die sagen, das ist eine gestohlene Wahl? Das wird eben die Frage sein, die auch dann die Wall Street beschäftigen wird. Und apropos Wall Street, die Investoren respektive die großen Fundmanager, hier wieder Bank of America, die Umfrage unter diesen großen Dickfischen, die zeigte die Cashquote jetzt inzwischen auf 3,9%. Das ist der niedrigste Stand seit dem März 2013. Mit anderen Worten, die Dickfische, die großen Investoren sind all in, weil sie sich sagen, Reflationstrade-Aktienmärkte werden steigen, Inflation wird steigen. Dementsprechend müssen wir uns da rein investieren. Wenn man ein Backtesting macht, so wie die Bank of America das gemacht hat, dann sieht man, dass die durchschnittliche Performance des S&P 500 im nächsten Monat oder in den nächsten 4 Wochen nach solchen Werten dann bei minus 3,2% gelegen ist. Einfach weil sozusagen alle schon drin sind. Wo sind dann die Käufer? Wo finden sich noch die Käufer? Das ist dann die Frage. Und hier sehen wir mal das Verhältnis zwischen Nasdaq und dem Nebenwerteindex Russell 2000. Dieser Russell ist ja seit der Impfstoffgeschichte am 9. November besonders stark gestiegen. Growth ist schlechter gelaufen als Value. Und wir sehen hier durchaus unbeabsichtigte Parallelen zum Jahr 1999-2000, als damals auch Growth einen Hochpunkt erreichte zur Value, bevor es dann nach unten ging. Wird diesmal natürlich anders sein, aber ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise noch neue Hochs an der Wall Street sehen, vielleicht so im ersten Halbjahr noch euphorisch weiter steigen können. Dann denke ich, wird die glorreiche Zeit der Wall Street vorbei sein, vor allem auch wegen Regulierung und wegen Umverteilung von Wall Street zu Main Street. Das ist im Mindesten meine Prognose, dass es heute ein bisschen holprig ist. Wir waren mit den Futures ja gleich sehr positiv gestartet, was die US-Futures betrifft, auch der DAX zunächst mal positiv gestartet. Dass es holprig wird heute, liegt auch an dem kleinen Verfall letzten Freitag. Hier oben sehen wir die Call-Bestände, Options-Call-Bestände auf Einzelaktien extremst hoch. Viele Broker, viele Dealer, die also diese Optionen an Privatkunden vorwiegend verkauft haben, die haben dann ihre Hedge-Position heute aufgelöst. Wenn also jemand Calls zum Beispiel auf die Tesla-Aktie kauft, dann muss oft derjenige, der diese Calls verkauft, sich selbst absichern, um nicht selbst ins Risiko zu kommen. Das macht, indem er zum Beispiel die Tesla-Aktie physisch kauft. Diese physischen Käufe sind dann teilweise heute glattgestellt worden. Deswegen sehen wir sehr viel Volatilität heute. Eigentlich der Wille ja nach oben, super Stimulus. Yellen hat gesprochen, alles super. Aber auf der anderen Seite dann eben diese Verkäufe. Apropos Janet Yellen, die hat heute sich geäußert, eben dieses Infrastrukturprogramm angekündigt, aber auch einige Spitzen gegen China hier losgelassen. China sei ein wichtiger strategischer Wettbewerber. Wir müssen mit unseren Alliierten gegen China arbeiten. Wir müssen praktisch die Wettbewerbsfähigkeit in unserer Wirtschaft erhöhen und wir müssen China damit konfrontieren, dass sie Wettbewerbsverzerrungen machen. Wir sind bereit, hier die ganzen Mittel einzusetzen. Also diese Geschichte, die Donald Trump angefangen hat gegen China, die wird jetzt nicht aufhören. So viel scheint klar. Der Ton dürfte gemäßigter werden. Aber die Grundhaltung wird eine harte bleiben. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Großmächten wird hart bleiben. Die Chinesen wiederum blockieren sich über den Westen, denn es heißt ja oft in Medienberichten, ja guck mal, das war das schwächste Wachstum seit 40 Jahren, das China hier absolviert hat. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, sagt ja, also alle anderen Wirtschaften sind 2020 geschrumpft, nur wir nicht, aber ihr erdreistet euch geradezu zu sagen, dass wir hier das schwächste Wachstum hatten. Don't waste time to argue, just admit the West is great. Also ihr braucht gar nicht argumentieren, sagt einfach nur, der Westen ist großartig, dann passt es schon. Also diese Geschichte, die wird unter beiden nicht viel einfacher, aber im Ton wahrscheinlich etwas softer werden. Und wie schaut es jetzt in Deutschland aus? Nach wie vor tagt Merkel mit den Länderchefs. Eins ist klar, wir werden jetzt bis zum 14. Februar den Lockdown haben. Es gibt Verschärfungen in Sachen Masken, ob OP-Masken oder FFP2-Masken in öffentlichen
Verkehrsmitteln, in Geschäften etc. etc. Dann hat sich Olaf The Scholz, die größte Errungenschaft, die jemals aus Hamburg hervorgebracht wurde, gemeldet und gesagt, ja, wir müssen den Lockdown um 2 Wochen verlängern. Dafür verbessern wir aber nochmal die Hilfen für den Einzelhandel und für Soloselbstständige. Das ist meine Ansage, Olaf, denn die warten weitgehend, fast alle, immer noch auf die ersten Gelder überhaupt. Das ist ein immenser Vertrauensverlust, der hier stattgefunden hat. Es wurde den Leuten versprochen und es sind Millionen, denen es versprochen wurde, die jetzt praktisch unmittelbar vor dem Exit stehen, was ihre geschäftliche Existenz betrifft. Und bisher ist einfach kein Geld da, auch weil die Bürokratie einfach extrem schlecht ist. Da sind bestimmte Dinge überhaupt völlig unklar, welche Voraussetzungen, welche... Wo kann ich das tun, etc., etc. Also das ist schon sehr, sehr dreist, wie Olaf sich hier hinstellt und sagt, ja, wir werden das noch weiter verbessern. Sie sollten erstmal damit anfangen, die Gelder wirklich auszuzahlen, zuverlässig. Und wir sehen insgesamt, wie hier Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft schreibt, dass wir derzeit in den deutschen Innenstädten, in Großstädten, nur etwa 5-25% des normalen Niveaus an Passanten sehen. Also die Innenstädte sind weitgehend ausgestorben, deswegen seien Ausgangssperren nicht erforderlich, finde ich auch. Die Leute haben sich inzwischen, glaube ich, schon adaptiert an die Situation. Und insgesamt kann man sagen, dass jetzt natürlich die Zahlen runtergegangen sind, was die Corona-Zahlen betrifft, fast überall in den USA, in UK etc. Ich hatte das mehrfach erwähnt. Aber vielleicht ein Punkt, der wichtig werden wird in den nächsten Wochen. Scott Gottlieb, wenn man so will, der Papst für Corona in den USA, sagt, ja, es kann sein, dass wir in den nächsten 3 bis 4 Wochen jetzt niedriger Zahlen sehen werden, was Corona betrifft, dass die Zahlen also runtergehen, aber dann plötzlich ein massiver Spike nach oben kommt, weil eben diese mutierte Variante dann extrem ansteckend ist und dann die Zahlen wieder sehr, sehr schnell nach oben gehen. Dazu oder darauf sollten wir uns zumindest mental vorbereiten als Möglichkeit. Ob es so kommt, wird man sehen. Schauen wir mal, wie es mit der Wall Street weitergeht. Es kann sein, dass wenn morgen nichts passiert bei der Amtseinführung, also wenn die Lage weitgehend ruhig bleibt, dann die Wall Street nochmal nach oben zieht. Das wäre durchaus möglich, aber wie gesagt, übergeordnet bei diesen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, so teuer wie US-Aktien sind, wenn man langfristig denkt, ist vielleicht jetzt nicht der beste Zeitpunkt zu investieren, wäre meine Auffassung. Sie haben vielleicht eine andere. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.